Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube-Gamescom auf der Sony PlayStation 3. Wir spielen heute mal Black Ops 2 auf der PS3 und ja, wir spielen auf der Map Singapur. Also, ich nehme die M1216 mit, die Armbrust und als Perk Leichtgewicht, flinke Hände und Extrembedingungen und was haben wir hier noch? Was? Kampfaxt und Taktik-Einstieg nehme ich mit. So, warte mal, da steht Armbrust. Fürst, Alter, Special. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Waffe hier. So, jetzt gehen wir mal nach vorne. Ja, wir können noch ranzoomen hier. Mit einer Wasserwaage dabei. So, Waff. Oh, ja, das ist mein jetzt. Ich bin zum ersten Mal gestorben hier jetzt. Ja, ich habe mir nicht nur Black Ops 2 gekauft, sondern auch Assassin's Creed 3. Und ja, Digga. Ja, ich habe hier Ding, wie heißt's? So einen komischen Laser dran. Ist ja alles in der Zukunft. Gibt's glaube ich heute auch. Aber es sieht schon richtig krass aus hier. Ja, meine ersten Eindrücke zu Black Ops 2. Ja, schaut es euch an hier. Ach, wunderbar. Nicht schlecht, die Scheiße. Das haut rein, Digga. Das geht ab, Digga. Ja. Yeah. Ah, guck mal in die Lobby hier. Ja, ich habe Clan-Tech noch gar nicht freigeschaltet, Alter. Oh je, yeah, Clan-Tech, Alter. Ja, das ist mein First Kill jetzt hier. Ja, Digga, jetzt gucken wir mal da rein. Ah ja, yeah, da habe ich schon den ersten direkt hier. Oh, Püte, Alter. Guckt sich an, Alter. Ja, irgendwie kann man die Granaten nicht mehr so weit schmeißen, finde ich. Ja, stimmt tatsächlich. Ist nicht mehr so weit zu werfen. Ja, ich mit der Armbrust hier. Wow. Eine Special-Waffe. Oh je. Yeah. Wie sieht das eigentlich aus hier? Oh, ah, das Ding explodiert ja. Was habe ich denn hier für ein Ding? Oh je, yeah. Erstmal hier. Erst, ich muss mich erstmal hier zurechtfinden, ganzen Gameplay hier. Ich will das jetzt 100% blind hier. Kann man den Laser ausschalten? Ja. Irgendwie geht das nicht. Ja, laden wir mal die Scheiße nach hier. Oh. Das ist mal Luxus hier. Ja, man kann sich auch auf den Boden legen. Campen ist immer noch möglich. Aha. Aber man kann halt sein Ziel genau finden mit dem Ding hier. Das ist natürlich schon krass hier. Der Waffensound, da kann man auf jeden Fall nicht meckern, ist absolut in Ordnung. Oh ja. So. Was will der hier? Flagge nehmen. Ja, jetzt habe ich die Flagge auf jeden Fall genommen. Ja, jetzt bin ich der Flaggenträger. Oh yeah, kämpfen. Die wollen alle die Jungfrauen, Alter. Wir wollen das Gold, Alter. Das Gold. Ah, das waren meine ersten Eindrücke zu Black Ops 2. Ich muss sagen, ist ein cooles Spiel, das müsst ihr euch auf jeden Fall holen. Wer es noch nicht hat, ja, geht in den Laden, kauft euch. 60 Euro kostet das Spiel. Vielleicht kriegt ihr es auch irgendwo billiger. Black Ops 2 wird einfach in, ja, in eure Spielesammlung rein. Für jeden Ego-Shooter-Fan auf jeden Fall ein cooles Spiel. Also, dann sage ich mal ciao wieder. Ich melde mich wieder live direkt aus dem Studio. Euer YouTube Gamescom. See you later. Alligator. Ciao.